Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ich bin der Sascha und das ist der Marc Hagenbeck. Hallo. Marc Hagenbeck ist ja Mentalist und Gedankenleser. Ja. Wir haben heute den 2. Januar und am 2. Januar haben wir Geburtstagskinder, ganz, ganz viele, aber ein besonderes Geburtstagskind und das ist Slobodan Komljenovic. Wer kennt ihn nicht? Ja, das ist ein Fußballspieler. Ja? Ja. Und der hat lange Zeit bei der Eintracht Frankfurt gespielt. Ich gucke nochmal irgendwie gerade, wo er übergespielt hat. Also bei der SG Höchst, der Eintracht Frankfurt, beim MSV Duisburg, Kaiserslautern, Saragossa. Hat er auch gespielt. Hat er nicht auch bei Wacker Burghausen mal gespielt? Ja, siehst du auch gerade. Genau. Ja. Und 1860 München und so weiter. Ne? Und der spielt auch bei den All-Stars bei Eintracht Frankfurt ab und zu mal mit. Und ich habe mal gegen den gespielt, bei so einem Showspiel irgendwie. Oh, da haben wir irgendwann mal so einen Sportplatz eingeweiht und da habe ich mitgekickt. Und ich bin ja Torwart, ne? Du bist Torwart? Ja, ach so, du bist gewesen, Torwart, lange Zeit. Und er ist mit dem Ball auf mich zu und wollte mich tunneln. Ja. So, wollte mich tunneln und hat es dann nicht geschafft und ich habe ihn dann irgendwie den Ball dann so festgehalten und so, alles gut. Nach dem Spiel, der kennt mich ja nicht, ne? Also war irgendwie, ich war nur in diesem Wuster mit dabei. Nach dem Spiel sind wir dann im Vereinsheim dann gesessen und haben dann noch was gegessen und sowas. Und dann ich war total zurückhaltend an dem Tag, ne? War gar nicht, wie du gesagt, warst zurückhaltend. Erst einmal. Und dann kommt das Slobodan, kommt dann auf mich zu und sagt dann so, hey, du bist eine gute Torwart. So irgendwie auf seinem serbo-kroatischen Slang so ein bisschen, ja, ne? Hessisch, so, der spricht so ein bisschen wie der, wie heißt denn der Trainer, der Dragoslav Stepanovic, so ein bisschen spricht der, ne? Egal. Und dann sage ich so, und dann, pass auf, er kennt er nicht. So, und dann sage ich zu dem, du Arschloch! Du wolltest mich tunneln! Du willst mich hier in meinem Verein sein, willst du mich hier nicht reden? Auf meinem Platz wolltest du mich tunneln! Das ist ja wohl mal die größte Frechheit, die überhaupt existiert und sowas. Und dann erstmal so, huch, huch. Und dann hat er gemerkt, es ist nur Spaß. Und dann hat er mitgelacht. Aber erstmal schön, pam, 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 abgelehnt. Direkt als in die Fresse, ne? Ja, du bist doch eine gute Torwart. Ja, genau. Hey. Und dann habe ich ihn erstmal tituliert, den Slobodan. Aber ist doch schon eine Ehre, wenn so ein Profi das zu einem sagt, oder? Wie fühlt man sich da? Da fühlt man sich schon gut, ne? Ich kannte den ja gar nicht. Ich wusste ja gar nicht, was der gemacht hat. Ja. Warte, wer bist du denn? Ja, genau. Am 2. Januar haben wir aber noch einen Fakt. Ja, 1902, ab dem 2. Januar 1902 dürfen auch geschiedene Frauen in München als Lehrerin arbeiten. Allerdings müssen sie kinderlos sein. Hä? Naja. Ja. Die Bayern wieder, ne? Die Bayern, ne? Die Bayern wollen nur kinderlose Frauen haben, die, ja, geschieden sind. Das heißt also, Frauen, die Kinder mitbringen, dürfen nicht als Lehrer arbeiten, wenn sie geschieden sind. Richtig. Also jedenfalls heutzutage ist es wahrscheinlich anders, nehme ich mal an, obwohl das weiß man nie so genau in Bayern. Aber 1902 wurde das dann halt eingeführt, dass wenigstens die kinderlosen geschiedenen Frauen weiterarbeiten konnten. Was war das? War ja voll fies, wenn die Kinder hatten, durften die nicht als Lehrerin arbeiten. Schwachsinn, nennen wir es doch einfach mal beim Namen, Schwachsinn. Schwachsinn, meinst du? Klar, Schwachsinn. Ja, genau. Ja, aber wir haben auch wieder einen Fakt des Tages. Ja, der Fakt des Tages ist, der elektrische Stuhl, und das habe ich mir eigentlich sofort gedacht, der elektrische Stuhl wurde von einem Zahnarzt erfunden. Ja. Macht ja Sinn. Macht Sinn. Macht ja Sinn. Ja. Warum? Na, weil die. Hättest du mich jetzt gefragt, wer hat den elektrischen Stuhl erfunden? Dann hätte ich dir zwei Berufsgruppen genannt. Hm? Beide aus dem medizinischen Bereich. Entweder ein Zahnarzt oder ein Gynäkologe. Ja, ist so. Weil die mit Stühlen arbeiten. Ja, weil das die Gruppen sind, die mit Stühlen arbeiten, die ein bisschen so technikaffin sind und so. Meinst du? Und ja. Meinst du, daher kam das? Ja. Vielleicht hat er ja einfach nur Geld verdienen wollen und hat irgendwie, sein bester Freund war im Gefängnis irgendwo Direktor und er war zufälligerweise nur Zahnarzt. Der hätte alles sein können. Auch Gynäkologe. Oder Gynäkologe oder irgend so ein Mentalist und Gedankenleser. Oh, das ist ja eine sehr ehrbare Berufsgruppe, muss ich sagen. Ja, auf jeden sehr Fall. Ehrbar. Und die sind eigentlich dafür prädestiniert, elektrische Stühle zu erfinden, wenn es sie nicht schon gäbe. Wenn es sie nicht schon gäbe. Ja. Das war der 2. Januar. Frohes neues Jahr braucht man nicht mehr zu sagen. Nee, braucht man nicht mehr zu sagen. Ist ja schon so lange her. Mir kommt es vor, als wäre es erst gestern gewesen. Ja. Cheerio, Miss Sophie. Macht's gut. Ciao.